Hallihallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Spartananalyse von mir, für euch natürlich da. Es ist soweit, es ist DHB-Pokalspiel und es laufen heute insgesamt 4 Partien. Und zwei heute um 18.30 Uhr geht's los, dass wir jetzt noch hier die Analyse machen. Egal, und um 20.45 Uhr sind dann auch nochmal 2 weitere Spiele. Erst spielt zum einen am 18.30 jetzt gleich, dann Heidenheim gegen Leverkusen. Meine Tipps dazu noch, ich sag eigentlich, weil Leverkusen ja deutlich gegen Bayern München gespielt hat. Das ist nur noch fast nur Also, Fabiola, wenn du wieder zu Bayern kommen würdest oder so, dann ich sage, Leverkusen gewinnt, wird die Schnauze vorne gewinnt. Wohl. Wie gesagt, das sind jetzt meine Tipps, es kann ja alles passieren. Beim Fußball ist immer alles möglich. Schön, dass es euch gefällt wird. Und ja, wie gesagt, Leverkusen wird heute 2-1 gewinnen. HSV gegen FC Nürnberg, da sage ich mal, dass HSV 1-0 gewinnt. Das sind meine Tipps. Dann die zwei Spiele heute Abend, Dortmund gegen Werder Bremen. Knappes Ding aus der Tote, das Dortmund jetzt gewinnt. Ich sage jetzt, wie es ist, und sie werden so 3-1 gewinnen. Dann Duisburg gegen Paderborn, da sage ich auch, dass auch schon, ich bin auch zu 1-0, wie gesagt. Wie gesagt, das sind meine Tipps und so. Es kann ja alles, wie gesagt, wirklich alles passieren. Es kann zu Elfmeterschüssen gehen. Verlängerung, wer weiß, wie weit diese Mannschaften kommen. So Leute, und damit sehen wir uns morgen dann auch wieder um 14 Uhr und dann auch die nächste Analyse zum restlichen Spiel. Und ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Viel Spaß beim Fußballschauen. Let's play, baby.